Hallo und willkommen zu einer neuen Folge. Und zwar sind wir hier wieder in Skyblock Infinite. Hier haben wir aufgehört letzte Folge. Und es geht weiter. Wir müssen es schaffen. Aber wir haben jetzt aber auch noch hier Setzlinge liegen. Und da oben ist ein Phantom. Zwei sogar. Entschuldigung übrigens, dass letzte Woche Samstag kein Video gekommen ist. Das dafür jetzt am Dienstag. Was ja auch sonst normal wäre. Nur mein Kumpel hatte Geburtstag und mein Speicherplatz war voll. Ja, doofe Sache. Ihr könnt übrigens meinen WhatsApp-Kanal beitreten. Ich werde den Link in die Beschreibung packen und dann könnt ihr meinen WhatsApp-Kanal beitreten und da kriegt ihr alle News, wenn mal ein Video ausfallen sollte. Eigentlich auch auf Discord, das heißt, ihr könnt auch meinen Discord joinen. Das ist auf jeden Fall in der Beschreibung drin. Also tretet bei, ja. So, ja, okay, perfekt. Dann können wir jetzt auf jeden Fall uns hier rum kümmern. Dann platziere ich den Setzling irgendwo demnächst. Ah, perfekt. Haben wir auf jeden Fall schon mal einen Spot für den Setzling. Okay, wir haben auf jeden Fall unsere Axt verloren, aber ich mache gleich einfach eine neue. Wir haben ja ein bisschen Stein. Und ja, ich denke, das geht. Und ich freue mich sehr gerade über diese Folge. Weil ich denke, dass wir hiermit das allererste Mal schaffen, auch guten Stuff zu finden. Was natürlich sehr schön wäre. Und ja. Oh, es regnet. Das ist jetzt gar nicht gut. Das heißt, gleich spawnen wahrscheinlich Monster. Das ist natürlich jetzt nicht so schön. Gut, aber wir haben Essen. Das ist sehr gut. Das ist definitiv gut. Wir müssen so mal gucken, dass wir auch mehr Essen bekommen. Was wir von da auf jeden Fall bekommen können. Weil wir haben ja da jetzt unsere Berries. Jetzt ist die Frage, wir müssen natürlich uns weiterbauen. Das bedeutet, wir brauchen auf jeden Fall mehr Stein und alles. Was wir natürlich leicht durch unsere Cobblestone-Farm natürlich bekommen. Ja, aber ich denke, wir müssen zuallererst auch noch hoffen, dass die Bäume auch wachsen. Weil ohne Bäume haben wir kein Holz, ohne Holz geht es auch nicht wirklich weiter voran. Wir können natürlich den Cobblestone können abbauen, aber ansonsten, wir müssen auf jeden Fall dahin kommen. Heute auf jeden Fall. Und am besten wäre es noch, wenn wir da heute auch eine gute Rüstung bekommen. Vielleicht auch ein Dorf finden, das wäre sehr, sehr, sehr schön. So, wie viel haben wir jetzt? 62, wir bauen noch zwei ab und dann gucken wir mal. Da hinten ist nämlich auch schon wieder ein Baum gewachsen. Fällt mir gerade auch auf. So, by the way. Cobble Collector, weil wir. Was ist das denn, Achievement? Wir haben ein Achievement gemacht. Get a stack of Cobblestone. Oh mein Gott. Ja, das ist krass. Das ist wirklich krass. Wir haben ein neues Achievement. Von den geilen Achievements, die wir haben. Wo haben wir das denn her? Wo ist das Achievement dann? Wir haben das von. Der 4. Ja, Cobble Collector. Wie geil. Stonebrick Collector? Ah, okay, da geht es darum, dass wir eine Menge von etwas bekommen. Okay, ja, das ist nice, das ist sehr nice. Like every color of wool, concrete and terracotta. Okay, cool. Wird langsam auch mal Zeit, dass wir endlich mal ein Bett bekommen. Aber wir haben erst. Wir können Wolle machen! Oh mein. Wir haben GG, wir sind safe, wir sind für immer safe. Mir fällt das jetzt gerade auf, wir können uns Wolle machen. Und jetzt haben wir ein Bett. Oh mein Gott. Wir können schlafen. Wir sind safe. Wir haben es alles. Wir sind perfekt. Wir sind ausgestattet. Alter, das ist real. Das ist richtig geil. Oh mein Gott. Okay, wir haben jetzt auch einen Knochen. Mir fällt mir gerade auf. Es ist mega. Weil jetzt haben wir einen Knochen. Und jetzt können wir rein theoretisch, wenn wir jetzt nochmal schnell ein Setzling bekommen würden. Das ist ja gut. Na gut, aber erstmal, wir können einfach ihn hier machen. Wir haben Bone Meal. Und jetzt können wir ihn hier machen. Perfekt. Kurz. Ah, perfekt, das ist unser neuer Setzling. Aber den platzieren wir auch gleich wieder hier. Vielleicht noch einen zweiten, das wäre sehr schön. Aber noch mehr. Ah, perfekt, perfekt, perfekt. Dann einmal hier hin platziert. Und dann gehen wir mal darüber. Oh, zweimal sogar. Ui, das ist schön. Das ist sehr, sehr schön. Das freut mich. Dann platzieren wir gleich wieder hier. Perfekt. Der läuft, also die Folge jetzt, der Anfang, der ist mega. Perfekt. Hier mal bauen. Perfekt. Also wir haben echt viele Blöcke. Wie viel haben wir jetzt? 35. Das ist insane. Was ist das? Das ist eine Lush-Dings. Spawnt das einfach so durch das Datapack oder so? Ich habe keine Ahnung. Es ist geil. Also, naja, es geht. Es versperrt uns gerade irgendwie den Weg. Gut, dann einmal die weiteren Blöcke craften.
Boah, das ist eine Menge. Wir können gleich auch das Cobblestone vercraften. Jetzt haben wir so viele Blöcke. Wenn wir damit nicht da ankommen, da weiß ich auch nicht mehr. Also das ist wirklich echt eine Menge. Ui, okay. Oh. Mir fehlt gerade, also mir sind gerade die Steine, also die Sachen ausgegangen. Ich habe ja aber immer noch viel. Jo, wir sind so nah am Room Portal und ich habe nicht mal die Chunks hochgestellt. Was passiert, wenn ich jetzt auf 20, 19 Chunks stelle? Okay, wir sehen das Eisweiß da hinten, der hier. Okay. Ich stelle mal jetzt nochmal auf, keine Ahnung, 24. Okay, bisher noch nicht mehr. Leider. Glaube ich zumindest. Ja gut, wir gucken mal weiter. Jetzt machen wir mal. Wir machen mal 32. Nein, das ist. Es ist nicht mal mehr 32 Chunks weg. Jetzt nur noch zum Room Portal und dann. Oh mein Gott, es läuft, es läuft, es läuft, es läuft sehr gut. Da fällt mir ein, ich habe das Texture Pack gar nicht dran. Nein, wir warten mal kurz, bis ich das Texture Pack dran habe. Und hier habe ich das Texture Pack dran. Perfekt. Dass mir das die ganze Zeit nicht aufgefallen ist. Ja, dann bauen wir es einfach hier rüber. Ich denke, das ist am besten. Es ist gut. Wir haben endlich das Room Portal. Das ist megamäßig cool. Also zwar jetzt noch nicht, weil safe kriegen wir es nicht mit 23 Blöcken hin. Aber wir sind fast da. Oh, wir haben Enderman. Wir haben auch kein Boot. Das ist ein bisschen doof. Ich würde gerne an ihnen vorbei. Oh nein. Oh mein Gott. Okay. Helft. Wäre zumindest sehr schön, wenn wir da auch endlich ankommen würden. Wir sind zumindest sehr, sehr, sehr nah dran. Okay, sagen wir uns noch so 15 Blöcke oder so. Und dann hoch. Hoch kommen wir aber auch nicht, weil wir haben noch nichts. Wir müssen wieder zurück. Und das alles zu Fuß leider. Ist immer ein ziemlich langer Weg, aber er lohnt sich im Endeffekt, wenn wir da oben ein Eisen finden. So mäßig. Und ja, deswegen gehen wir jetzt erstmal wieder zurück. So, hier sind wir. Jetzt nur noch rüberbauen. Aber ich glaube, es reicht vollkommen aus. Ich glaube, wir haben sogar zu viel. Aber ich war mir halt sehr unsicher am Anfang. Perfekt. Ja, ich würde gleich auch die Leiter machen. Ich glaube, das ist lohnenswert. Gut, das hat zwar jetzt nicht ausgereicht. Dann bauen wir einfach den Rest als Treppe. Perfekt, so geht's safe. Einfach hoch, passt. Perfekt, wir haben viel zu viel mitgenommen, aber besser zu viel als zu wenig. Und jetzt ist natürlich das große Mysterium, was verbirgt sich hinter ihm? Bitte hat sich gelohnt. Oh mein Gott, nein, 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 nein. Dafür bin ich hierher gekommen, für Flint Steel, Mending Ho. Okay, wir haben Schuhe, das ist schon mal Rüstung. Und ein Schwert. Wir haben ein Schwert. Ja, es geht. Es geht. Wir haben unsere erste Rüstung. Jetzt müssen wir es nur noch von dort nach da hinten bauen. Und damit fangen wir jetzt, glaube ich, einfach mal an. Ich glaube, wir müssen es sogar nur gerade ausbauen, weil ich glaube, das ist die richtige Richtung gewesen. Wir kommen immer und immer näher. Ich finde es echt gut. Ich meine, wir sind hier von da aus gestartet und wir sind schon wieder hier. Also, es läuft. Ich will jetzt aber eine Sache wissen und die ist, wenn ich jetzt die Chance wieder ganz voll mache, was sehen wir von hier aus? Wir sehen die Tails Ruine, die aber sehr, sehr, sehr weit weg ist noch. Die ist wirklich sehr weit weg. Die ist über 32 Chunks weg. Das ist das Doppelte von dem, was wir bisher haben. Aber wir kommen immer und immer näher. Es ist nur sehr viel Arbeit, die wir noch tun müssen. Weil das hier dauert noch, danach müssen wir dahin, das dauert auch noch. Und dann müssen wir ein Dorf finden. Also wenn wir von dort aus ein Dorf sehen würden, das wäre sehr schön. Aber erstmal würde ich sagen, bauen wir uns erstmal darüber zum Outpost. Das ist das Wichtigste, das ist die Hauptaufgabe gerade momentan. So, ich hatte jetzt auch überlegt, hier beim Reportal einfach alles abzubauen. Dann haben wir auch nochmal viel mehr Blöcke. So, aber gleich haben wir auf jeden Fall alle Blöcke. Und das sind nochmal eine Menge Blöcke. Also es geht auf jeden Fall fit.
sehr schön. Haben wir auf jeden Fall wieder sehr schön viele Blöcke, mit denen wir auf jeden Fall uns weiterbauen können. Und ich denke, mit der Ladung, wenn wir es damit nicht schaffen, womit denn sonst? Wir uns nochmal kurz Fische rein. Rein da. Und dann denke ich mal, bauen wir uns gleich los. Erstmal würde ich sagen, mit diesen komischen Blöcken, die wir gerade vom Room Portal abgebaut haben, und dann schauen wir nochmal. Aber weit sollte das alles auch nicht mehr sein. Ja, wir kommen immer näher. Oh! Ich habe nichts gesagt zu den Pillagern, also da sind definitiv welche. ja, das ist nicht schön. Das ist sogar sehr schlecht eigentlich. Vor allem der da oben. Weil sonst hätte ich gesagt, baue ich mich einfach oben lang, aber der hier kann alles kaputt machen. Ich baue mich jetzt mal weiter, aber das ist ein schlechtes Zeichen, ein sehr, sehr schlechtes Zeichen. Ich weiß auch, warum die da überall spawnen. Die spawnen da alle. Ich überlege gerade, ob es so eine gute Idee war, da hinzugehen. Wir haben ein Problem. Wir haben ein sehr starkes Problem. Weil jetzt, wenn wir es da hinschaffen, das Problem wird sein, die hier. Wir haben da oben zwei. Und da sind super viele. Wir können es hinschaffen, indem wir uns einbauen. Dafür brauchen wir Blöcke. Aber erstmal würde ich sagen, bauen wir es überhaupt erstmal in die Richtung. Das ist wichtig. Wir sind ja noch nicht mal ansatzweise dran, sozusagen. Also wir sind schon nah dran, im Gegensatz zu vorhin noch. Aber das könnte sehr risikohaft sein. Aber wir könnten uns dann Spawnpoint setzen und einfach immer wieder respawnen dort. Okay, nehmen wir das Bett. Nein, das Bett ist jetzt nicht ernsthaft runtergefallen. Gut, da haben wir unten Wolle, aber ich finde es jetzt echt schade eigentlich. Das ist sehr, sehr doof eigentlich. Sogar. Ich bin eigentlich sehr sauer sogar. Eigentlich, auf mich selbst. Hat noch nicht geladen, oder? Hat nicht geladen. Und die auch noch nicht. Ich glaube, ich baue mich mal hoch. Weil umso höher wir sind, umso besser. Weil wenn wir oben sind, wir müssen da oben rein. Wir müssen von oben rein. Und wenn wir die dann bekommen, wäre es sehr gut. Okay, wir sind da. Okay, da unten wäre die Kiste. Okay, ich habe den ersten Laden gehört. Oh, hier oben. Okay. Das ist ein Problem. Wir haben auf jeden Fall Leute, die hier oben noch laden. Das ist nicht gut. Das ist gar nicht gut. Ich baue hier nochmal zu. Okay, hier können wir runter. Glaube ich. Ich müsste es versuchen. Aber Mann, die sollen verdammt nochmal schießen. Gut, hab einen. Scheiße. Unser erster Tod an dem Projekt. Wir können da wieder hin, weil wir jetzt... Warum sind wir hier? Warum spawnen wir hier oben? Das ist jetzt ja doof. Ich glaube nicht, dass es hier irgendwas gibt, was wir mit der Hand abbauen können. In der Theorie wäre die einzige Möglichkeit, diese ganze Insel abzubauen. Diese ganze Insel müssten wir abbauen. So. Und dann wäre der Spawnpunkt weg. Ich würde euch in den Kommentaren, also ich würde sagen, das war es jetzt mal mit der Folge. Unser Stuff wird eh nicht geladen. Das heißt, wir sind gerade safe. Wir können den Stuff wiederholen. Aber ich möchte jetzt in den Kommentaren von euch wissen, darf ich, soll ich
diese ganze Insel abbauen, was ultra dumm wäre, weil das ultra die Zeitverschwendung wäre. Oder ich müsste irgendwie den Weltraumpunkt verschieben. Das geht ja über Cheat. Dafür müsste ich einmal, keine Ahnung, Commands und so benutzen. Ich muss es von euch wissen. Schreibt es mir in die Kommentare. Ich hoffe, ihr guckt alle bis hierhin, damit ihr mir in die Kommentare schreiben könnt. Schreibt es mir bitte in die Kommentare. Das ist mir sehr wichtig. Ich möchte von euch wissen, wie es für euch ist. Soll ich dieses... Oder schreibt mir auf Discord. Leute, die hier nicht auf YouTube schreiben können. Ich kenne das selber. Schreibt mir auf Discord. Schreibt mir auf WhatsApp. Keine Ahnung. Achso. Obwohl, im Kanal könnt ihr gar nicht schreiben. Scheiße. Schreibt mir auf Discord. Oder irgendwo anders, wo ihr mich findet. Instagram, DM, keine irgendwo. Irgendwo, ja. Schreibt mir das am besten aber in die Kommentare und sagt mir auf jeden Fall, was ihr möchtet. Ob wir hier abbauen sollen oder ob ich einfach irgendwie das entschieden soll. So, also, dass ich da oben wieder spawne. Darum geht's ja. Aber, so, das war's mit dem Video. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Ihr habt es auf jeden Fall bis zum Autos geschafft. Und es ist ja nicht weg. Wir können ja das hier abbauen und oder, wir spawnen halt wieder da oben. Und können dann wieder das Surf ist auch nicht weg. Ich habe mich ein bisschen so angestellt, aber gut, ich habe jetzt auch kein Schild gehabt. Ich hätte zubauen können. Das wäre eine Möglichkeit gewesen. Ja gut, aber das ist jetzt hätte Fahrerkette. Ich hoffe, euch hat das Video trotzdem gefallen. Lasst ein Like und ein Abo da. Und freut euch auf die nächste Folge, denn ja, dann wird mich hier WGO da vielleicht abholen. Schreibt es mir in die Kommentare und wir sehen uns im nächsten Video wieder. Ciao, Kakao oder so.